Hey Leute, willkommen zurück zu Stalker, Call of Pripyat. Ja, weiter geht's. Ich bin zurzeit für die Wissenschaftler unterwegs und wollte noch zwei Scanner platzieren. Was ich danach machen werde, mal gucken. Auf jeden Fall muss ich mal wieder ein bisschen auf die Kacke hauen hier, weil ich habe wieder einige PNs bekommen mit fetten Spoilern. Nämlich weiß ich jetzt, dass ich drei Gegenstände brauche, um ein gutes Ende freizuschalten. Ich weiß auch, wo die liegen, dummerweise, weil ich den Text überflogen habe. Wusste erst gar nicht, um was es geht. Na, auf jeden Fall, Leute, ich möchte euch bitten, wirklich auf sowas zu verzichten. Genauso, wo ich zum Beispiel gewisse Artefakte finde oder sonstiges. Das hat für mich nichts mit Tipps zu tun, nicht wirklich. Also gut, wenn es jetzt heißt, da in der Gegend solltest du gucken, da gibt es das und das, das ist okay. Aber wenn ihr mir sagt, ich soll dahin, das machen... Nee, das finde ich einfach Mist. Also es ist einfach Mist und für mich Spoiler. Und ich habe wirklich schon Momente gehabt, wo ich nach solchen PNs einfach nicht mehr weiterspielen wollte. Wo ich mir sagte, so, das Projekt spielst du für dich, löscht jede PN in der Richtung und brichst es dann als Let's Play ab. Das wollt ihr hoffentlich nicht. Deswegen nehmt doch bitte mal ein bisschen Rücksicht darauf und spart euch dann solche PNs in dem Moment. Weil, das geht einfach nicht, Leute. Das ist, als würde ich mit Guide spielen und da habe ich echt keine Lust drauf. Hättet ihr auch keine. Kann mir keiner sagen, dass ihm das Spaß machen würde, schon zu wissen, wo was wartet. So, da... Oh, oh. Hast du mir schon gedacht, hier ist doch Zombie-Gebiet. Ja, das habt ihr mir auch gesagt. Ah, es gibt wohl Patches in der Richtung, die die Zombies ein bisschen abschwächen. Weil manche die doch mit dem Misery-Mod als zu stark empfinden. Das tue ich übrigens auch. Allerdings nur in der Hinsicht. Oh, oh. Oh, komm schon. Seht ihr, dass die Idioten aus dem Laufen heraus treffen wie die Weltmeister? Das gibt's einfach nicht, was die hier abziehen mit einem Schuss. Das könnt ihr mir nicht erzählen, dass die so gut sind. Macht die was her, oder ist die... Ja, ist natürlich... Ach, die kann ich ja gleich liegen lassen, komm. Nee, also wie gesagt, nehmt da ein bisschen Rücksicht drauf. Ich werde natürlich bei weitem auch nicht alle Quests mitnehmen, das habe ich schon mal gesagt. Besonders nicht, wenn ich es zum ersten Mal spiele. Ich will jetzt hier auch nicht irgendwie 100 Stunden verbringen in Stalker. Kann man natürlich machen, aber möchte ich nicht. Denn, irgendwann ist es ja auch mal ausgelutscht, so ein bisschen. Oh, hier ist Feuer. Warte mal. Halt mal ganz kurz zur Sicherheit das Artefakt wechseln. Ja, wie gesagt, ich finde das doof. Einerseits, die Beteiligung ist schon sehr gut. Dafür, dass es wohl nicht so viele schauen mögen, das Projekt. Aber ich bin zufrieden. Und ihr möchtet doch sicherlich, dass es auch noch ein bisschen weitergeht, hoffe ich. Na komm jetzt. Au, 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 au. Okay. Jetzt muss ich nur noch heile hier rauskommen, ohne zu verbrennen. So, das haben wir geschafft. Kolobok, rein mit dir. So, jetzt werde ich mal ganz langsam hintertrippeln zur anderen Anomalie im Sumpf. Habe ich da noch genug Medis? Sind das 8 oder was? Ich sehe das gar nicht richtig. Ich heile mich mal. Das kann ich mal aufbringen. So, schauen wir einfach mal. Was werde ich dann tun? Ich werde vielleicht noch, ja, zu diesem Kran hier runtergehen, weil da in der Führerkabine liegt was, was ich brauche für ein gutes Ende. Und seht ihr, das meine ich. Ich weiß schon, dass es dort was gibt. Ich brauche gar nicht mehr zu erkunden. Ich muss einfach nur die Stelle finden. Finden und erkunden sind ja zwei Paar Schuhe. Und hier sollen wohl irgendwo die Stalker sein, habt ihr mir erzählt, die eigentlich vor dem Wissenschaftsbunker... Bunker sitzen und dort Aufträge machen für die... Gegen meine Spaß hast du nichts einzuwenden, mein Freund. Aber hier scheinen sie nicht zu sein. Naja, vielleicht habe ich mir die Quest jetzt irgendwie versaut oder der Bug hat sie mir versaut. Ich weiß es nicht. Ist ja auch nicht so schlimm. Vielleicht war die gar nicht so wichtig oder es gibt später nochmal die Möglichkeit dazu. Sehen wir dann. Sehen wir dann. Ich werde mir auf jeden Fall noch genügend Zeit lassen, keine Sorge. Aber ja, wenn ich mal ein paar Quests nicht finde, dann drückt einfach mal ein Auge zu. Es passiert halt. Es kann mal passieren, darf passieren. Was? Oh, oh. Oh. Ja, der ist noch zu weit weg. Was ist da noch? Eine Ratte? Ein normaler Stalker, ein Wildschwein? Oh, der hat ihn getötet. Hast du gut gemacht, Kumpel. Kein Wasser. Okay, wer auch immer diesen Funkspruch gerade absetzt, ich weiß es nicht.
Haha, der hat ihn echt getötet. Ist da was? Nö, hat eben so ausgesehen. Na gut, ich hoffe mal nicht, dass irgendwie Blutsauger jetzt wieder nachgekommen sind am Sumpf. Wo ist er denn hin, der Stalker? Ist der tot oder ist er da irgendwo? Ach, da ist er. Es sind zwei. Nö, ist einer und eine Ampel. Und da hätten es doch noch einer. Na gut, warte mal, ist vielleicht was in den Büschen? Nö. Ich dachte eben. Da. Ich habe wieder irgendwas auf der Linse. Na gut, ja, danach werde ich zum Kran. Ah! Aber erstmal ganz kurz nochmal zur Station Janov zurück. Renn, du Mistvieh. Ich muss mal schauen, dass ich die AK schnell leer geschossen kriege. Immerhin habe ich schon die gute Munition dabei, wie ihr seht. Ja. Die für meine Galil. Galil? Wie spricht man es aus? Egal. Wahrscheinlich mit langem I kann ich mir ja vorstellen als Galle. Galle. Oh Gott. Das hat sich jetzt eher ängstlich angehört, von daher denke ich nicht, dass das auf mich zugerannt kommt, das Vieh. So. Am Sumpf. Ich bin ja gespannt. Bitte keine Blutsauger. Ich höre zumindest keine. Die haben ja so ganz... Oh oh. Oh nein, kommen keine Zombies. Ich weiß nicht, soll ich mir den Patch mal drauf machen? Ist ja noch einer. Alter. Alter Schwede. Ja, ist klar. Guck mal, ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Die schießen da aus den Büschen auf mich. Keine Chance, ihr Penner. Wo sind's denn jetzt? Das gibt's doch gar nicht. Schweinebacken, wo seid ihr hin? Diese verdammten Zombies. Die schießen aber auch so genau. Das ist abartigst. Manchmal mit ihren blöden... Oh, ja, guck mal, genau das meine ich. Im Laufen einfach mal mit der Pistole vor sich halten, schießen. Und ich sehe sie nicht mal. Das ist doch einfach nur krank. Ich mach das von oben, da habe ich wenigstens eine bessere Sicht. Sie treffen mich zwar auch besser, aber... Ja, ja, ja. Okay, der ist tot. Manometer, diese Typen, wie ich sie hasse. Also manchmal... Oh, Strahlenmedizin hat er dabei. Die Flinte kannst du gerne behalten, aber der dritte, ja. Meine Güte. Oh, die ist gar nicht so schlecht. Sie ist zwar ein bisschen kaputt, aber... Ja, komm, lass mal liegen. Die will nicht mal einen Stalker kaufen, denke ich. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Geht ja gut los. Oh, da ist Chem... Oh, da war... Artefakte? Sag bloß. Ja, da ist ein Artefakt. Warte mal, hier brauche ich chemisch. Chemisch? Warst du? Meat Junk, ne? Ja. Ja, ich werde dann auch mal zurück... Oh, nein. Bitte nicht, Leute. Da geht eine Emission los, oder? Stell das Ding in. Ja, okay. Ich schau mal, ob ich mir da ganz schnell das Artefakt hier holen kann. Wow. Okay. Okay. Ist da noch eins? Nee, ich sehe keins mehr. Oh, Leute. Emission. Und da geht schon die Blitze runter. Habt ihr das gesehen? Diese komischen Entladungen. Oh, wisst ihr was? Ich nehme Antibiotika. Zip, Zombie-Droge und tschüss. Ja, die haben wir uns schon mal angesehen. Ich wünschte, es gäbe wirklich einen Ort, wo man sich die Emission komplett ansehen kann, ohne Gefahr zu laufen. Zu sterben. Aber das ging ja ganz gut. Ich muss mit Antibiotika nachkaufen. Ich glaube nicht, dass es die hier gibt im Janov, oder? Ah. War jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich habe die Taste verwechselt. Egal, Schrot habe ich genug. Mistviecher. So. Ich gehe nochmal kurz gucken, ob es hier vielleicht nicht doch ein Artefakt gibt, ein zweites, aber ich glaube nicht, oder? Sieht nicht so aus. Nee. Nee. Da ist nichts. Na gut, dann geht's ganz kurz zurück zur Station. Es ist ja auf dem Weg und dann geht's zum Baukran dort runter. Oder Baubagger. Ich glaube, er ist ein Bagger. Oh, warte mal hier, diese... Was habe ich da zu tun?
Achso, Road to Pripyat. Pripyat. Was? Was? Habt ihr das eben gesehen? Natürlich habt ihr es gesehen. Das ist von 0 auf 100 einfach mal zu Regenwetter geworden. Wie krank, aber wie gut. Wie gut es einfach mal ist. Na, na komm, nimm den Kohlebock. Oh, guck mal schön die Blitze, wie sie runtergehen. Oh, geil. Richtig geiles Gewitter gerade. Oh, schön. Oh, guck mal hier die Blitze. Oh. Ja, ich bin ganz hin und weg von dem Wetter. Achso, ja, kannst du drin lassen. Okay. Ich muss mal Zeug verkaufen. Ich muss mal was loswerden. Komm, ja, das Messer. Als würde das als Waffe zählen. Damit schneide ich mein Brot, ihr Affen. Aloha. Hallo, mein Freund. Okay, du hast keine Antibiotika. Ich hab's mir schon gedacht, da muss ich zum Doktor. Ich hoffe, der hat sowas hier. Nee, Handgranate kriegst du nicht. Guck mal, 15 Rubel gibt er mir gerade mal. Na, Flint, hast du noch was? Nee, hast du nicht, ne? Will ich auch nicht hoffen, mein Freund, dass du noch mehr Lügengeschichten erzählst. Ich muss auf jeden Fall die Chimäre töten. Ja, ich weiß auch, wo die ist, am Ventilationskomplex. Spoiler, Spoiler. So, Knochenmann, ich hätte gerne... ja, heil mich mal. Guck mal, der heilt mich einfach ohne Bezahlung. Ja, der hat keine Antibiotika. Das ist schlecht. Wenn ich das nächste Mal wieder in eine Anomalie gerate, oder Emission besser gesagt, dann ist Geschichte, ne? So, kaufe ich mir mal Verbände. Herkules habe ich genug. Chemisch, Wundheilung, nee, eigentlich nicht. Psi, radioaktiv, Schlaftabletten. Na, komm, die brauche ich doch nicht. Die brauche ich nicht. So, und sonst will er auch nichts, das ist schön. Boots darauf. Tschüss. Ich glaube, er hat gerade Tschüss gesagt, oder? Boots darauf. Pass auf dich auf, vielleicht? Weiß man nicht. Ich weiß es nicht. Ihr wisst es vielleicht. Ihr seid ja auch Füchse. Ihr könnt mir das bestimmt beantworten. Da mir da zadnice. Я считаю, надо этот артефакт загнать. За эти деньги нанимаем людей и с ними атакуем бандиты. Okay. Ich wollte nochmal kurz die Untertitel lesen, was die da sagen, aber... Na, Kumpel. Stalker, hilfst du meinem Kumpel Mitai aus dem Ärger heraus? Würdest du das tun? Was ist passiert? Mitai ist in richtigen... hat richtige Probleme. Die Banditen haben angefangen... Anspruch auf die Artefakte zu erheben, die Stalker finden. Wir sagten, sie sollen abhauen, weil wir haben herausgefunden, dass die... Oder wir sind der Meinung, dass die Stalker ihnen einen Mist schulden. Aber das war nicht das Ende von der ganzen Angelegenheit. Sie haben den armen Kerl überfallen und haben ihn gejagt und jetzt wollen sie ein Lösegeld. Was? Was tut ihr? Oder was wollt ihr tun? Torba sagt, wir sollen ihm ein Artefakt als Lösungsgeld ausliefern. Ich glaube zumindest Ransom heißt Lösegeld. Zumindest habe ich das aktuell so im Kopf von meinen Vokabeln. Ich sage aber, wir geben ihm einen Scheißdreck. Das heißt, die Stalker arbeiten für die Banditen und wir sollten das Artefakt verkaufen, uns eine Crew anheuern und dann die Banditenbasis überrennen. Ich weiß gar nicht... Ja, mit Terroristen wird nicht verhandelt, oder wie war das? Ja, ich würde auch sagen, wir würden es... Ja, wir hauen einfach auf die Kacke. Genau. Genau! Ein paar von meinen Leuten wären froh, wenn sie aushelfen könnten. Wir bezahlen dich auch, wenn wir als Team arbeiten. Ah, Grizzly. Ich soll mit Grizzly reden, wenn wir bereit sind. Na gut, das machen wir später. Aber erstmal nicht. Erstmal möchte ich... Was, ich trau dir nicht? Du bist doch grün, warum... Guck mal, der ist mir freundlich gesonnen, aber vertraut mir nicht. Was ist da denn los? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er mir nicht freundlich gesonnen. Das ist schade. Na gut, ich überlege jetzt die ganze Zeit, soll ich nochmal zurück? Aber ich möchte jetzt nicht schon wieder in den Cordon. Das würde ich dann mal ein andermal machen. So, erstmal die Moon weg. Also bei dem Wetter möchte ich jetzt ungern losziehen, ehrlich gesagt. Das wäre nicht cool. Bei diesem Regenwetter... Ich könnte höchstens was anderes versuchen, Leute. Strastvoi. Priatbrat. Ich könnte... Ich glaube, es ist noch zu früh für den Ventilationskomplex, oder? Ja, ich versuch's mal.
Na, mit Nachtsicht sieht's auch nicht viel besser aus. Ach so, ich kann ja... Hä? Habe ich nicht schon die Belohnung jetzt? Kann ich die mir nicht abholen von den Wissenschaftlern? Immer habe... Ich habe doch die ganzen Scanner platziert. Okay, scheint wohl alles gewesen zu sein, aber irgendwie jetzt... Ja, ich weiß nicht. Irgendwie nimmt das nicht so an. Oder? Ja, ich kann ja auch während des Laufens mal gucken. Magpie finden, ja. Ich soll Kardan Tools bringen, was? Oh Gott, war das eben... Ich dachte eben, ich hätte ein Vieh gehört. Na gut. Ja. Ich laufe mal hier weiter. Also ich soll Kardan Tools bringen, ich soll Nitro Tools bringen, ich soll unidentifizierte Mutanten jagen, die sind ja hier. Ich soll mit Flint abrechnen und ich soll mit Grizzly reden wegen der Geiselnahme und ich soll die Oase finden. Na gut. Oh, ist das schön. Na? Diese Anomalie, die ist ja schon kurios irgendwie. Erinnert mich spontan so ein bisschen an Metro. Da gab es ja auch diese komische Elektroanomalie, die da rumschwob. Einfach mal durch den Raum. Ich brauche mal ganz kurz ein bisschen Ausdauer. Na, 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 na. Alles wieder gut, alles wieder gut. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Zeit ausreicht. Wir haben schon 17 Uhr. Vielleicht, ich habe keinen Schlafsack dabei, sonst würde ich mich mal kurz hinlegen an den Ventilationskomplex. Warte mal, was ist denn hier eigentlich? Da habe ich auch noch nicht geschaut. Jetzt da rein vielleicht? Gucken wir mal. Oh Gott, ich höre ganz viele Ratten wieder. Hört ihr? Oh oh. Ach, da geht's tatsächlich rein. Ich möchte mich jetzt ungern mit denen anlegen. Oh nein. Zombies. Och nö, bitte keine Zombies. Oh. Oh. Nein. Oh Gott. Alter. Oh, du verdammter Scheiß. Zombie. Entschuldigung. Entschuldigt mein Mundwerk, aber... Oh, ich sehe mein Fadenkreuz nicht mal, mein Punkt. Ja, mit Taschenlampe ist das vielleicht nicht so toll. Na, mein Freund, hast du ein bisschen Mond für mich? Ja, hast du, ne? Ist nett. Oh Gott, ist das dunkel hier drin. Dunkler als die dunkelste Nacht aktuell. Ah ja, Schlafsack hätte ich also schon mal. Oh, das Unwetter, es ist herrlich. Ich mag es in Stalker. Oh Gott, wo schreien die denn überall? Wo kommt ihr denn her? Oh, da strahlt irgendwas. Drop all, drop. Drop. Und drop. Oh, ist das böse. Aha. Wow, was ist denn hier los? Bugs oder wie? Kann ich da nicht durch? Da kann ich doch durch, das sehe ich doch. Muss man die Kisten zu deppern. Boah, dieses Gequietsche. Hört das auch mal auf? Hallo? Oh oh. Oh oh oh. Eins von beiden, beide zusammen sind schlecht, habe ich gerade gemerkt. Oh! Oh, ihr Mistviecher. Oh. Nein. Oh, die fliehen vor mir. Warum flieht ihr denn? Habt ihr Angst vor mir oder was? Oh, Leute, ich fühle mich hier ganz unwohl gerade. Wisst ihr das? Ich meine, die kleinen Rattenviecher sind vielleicht nur... Der Bodensatz von dem Eisberg, der sich hier drin befindet. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Wahrscheinlich haben die so viel Schiss, weil hier noch was viel Größeres rumrennt. Oh Gott.
Ich dachte eben, das Moos, das sah schon so aus, dieses komische Wackelvieh. Jetzt ist Ruhe. Nein, ist es nicht. Okay. Vergesst das. Oh Mann. Ich krabbel hier durch die Schächte, ne? Oh. Und was die für eine Lautstärke haben, die Viecher. Ist doch nicht normal. Oh, da sind noch mehr. Oh. Komm schon raus. Ja, ich weiß, ich übertreibe immer ein bisschen, aber lieber ein Schuss, zwei Schuss, drei Schuss mehr. Oh. Geh mich auf die Nerven, du blödes Teil. Wo bist du? Ah. Da waren sie in der Kiste. Wieder ganz dreckige Sachen da drin gemacht, ihr Schweine. Schweinemäuse. Warte mal, da geht eine Treppe. Ich will aber erstmal... Da komme ich gar nicht hoch. Okay. Boah, Leute, ich kann halt wirklich nur den winzigen Kegel meiner Taschenlampe gerade sehen. Ihr wahrscheinlich auch. Ich mache das Spiel ja nicht heller im Nachhinein. Oh, guck mal, hier geht's auf. Von daher, selbe Sicht für euch. Geht's auch schon wieder rauf. Mann, was, wo bin ich denn hier gelandet? Kann ich das... Oh. Oh Gott, ich höre hier schon Sachen. Das ist ja schlimmer als jedes Horrorspiel. Nur hier kann ich ballern. Oh Gott. Warte, mir kitzelt's im Nacken gerade. Das ist abartig. Oh, ich hab hier richtig Schiss. Was... Okay, ich gehe mal hier hoch. Wo bin ich denn hier gelandet? Wo bin ich denn überhaupt? Ich bin immer noch hier in diesem... Okay. Wie groß das hier ist, oder? Wer hätte das erwartet? Mal ehrlich. Ich wollte eigentlich die Chimäre jagen gehen. Jetzt bin ich hier irgendwo im Nirgendwo. Oh, was ist denn hier? Leute, irgendwas ist hier. Ich weiß, dass irgendwas hier sein muss. Sonst wäre das nicht so. Oh, was? Boah, diese ganzen Säulen. Da ist doch bestimmt jetzt gleich wieder Geballer am Start. Das ist der Himmel. Bin ich denn unter dem Ventilationskomplex? So, so. Ist hier vielleicht doch die Chimäre? Bin ich jetzt hier richtig auf dem Weg zu ihr? Okay. Leute, ich habe Angst. Ich habe Hunger vor allem. Die Chimäre, ne? Nee, komm. Ich habe zu viel Schiss gerade. Ich weiß, da kommt doch was. Oh, ist da noch was? Ja, ich habe die ganze Zeit F gedrückt. Keine Sorge, ich glaube nicht, dass mir hier was entgeht. Ich müsste das mal auf eine andere Taste legen. Das so kriege ich immer einen Krampf in den Zeigefinger. Hä? Warte mal, bin ich jetzt zurückgegangen? Was war denn das eben? Ich dachte eben, das ja, war wohl nur ein kleiner Grafikglitch. Hä? Sag mal, ich spinne doch nicht. Hier bin ich doch eben schon mal drin gewesen. Ich bin... Also Leute, ich... Irgendwas... Entschuldigung, es ist schon ein bisschen später, ja, aber doch nicht so spät, dass ich hier im Kreis laufe, absichtlich. Ich bin meines Wissens eben weitergegangen. Da guckt er schon wieder die Tür. Wollt ihr mich verarschen? Da kommen wir schon wieder! Leute, was ist denn hier los? Ich laufe hier in einer Schleife, in einer Raumschleife. Wie geil. Ah. Was? Ist das Feenstaub? Was ist denn das? Das ist nur hier, oder? Ululut. Guck mal, wie Fünkchen auf mich runterregnen. Ist es nicht schön? Na komm. Irgendwas ist hier ganz overfall. Seht mal auf die Minimap. Wir achten mal gemeinsam auf die Minimap. Und? Zack, habt ihr das gesehen? Ich bin zurückteleportiert worden, tatsächlich. Was ist das hier denn? Eine Raumanomalie oder was? Warte mal. Ich glaube... Vielleicht hat es ja was mit den Torbögen zu tun, wenn ich da durchlaufe. Warte mal. Wenn das klappt, ne?
Da bin ich da, glaube ich, auf was gestoßen. Aha. Na gut. Hat sich da jetzt was geändert? Nö. Ich dachte, hier regnet es jetzt auch diesen Sternenstaub. Warte mal, vielleicht muss ich ja alle erwischen, bei denen es dann leuchtet. Und dann dort durchlaufen. Das versuchen wir jetzt mal. Ja, das weiß ich schon. Und? Ja, genau, seht ihr? Und das hier auch gleich. Das ist ja super, jetzt brauche ich noch eins. Eins brauche ich noch. Wahrscheinlich hier. Da bin ich noch nicht durchgelaufen. Das zweite von rechts auch noch nicht, aber... Und. Was? Oasis found? Leute, ich habe die Oase gefunden. Ernsthaft? Das ist die Oase? Unter diesem Ventilations... Nee. Wollt ihr mich verkohlen jetzt? Ernsthaft? Oh. Was ist denn das? Heart of the Oasis. Geil, Leute. Das Herz der Oase. Yes! Oh. Stirb. Nein, jetzt kommen diese Pseudo-Hunde. Ach, das war nur der eine. Der mich verkohlen wollte, wieder mit seinen Abbildern. Ja, ja. Nee, ernsthaft? Das war's? Das war die Oase? Was macht das Ding denn? Gesundheit, Leben, Energie, Wundheilung, aber Radioaktivität plus 8. An sich ein richtig geiles Artefakt. Genauso wie der Kompass, aber wenn ich nicht mit Antistrahlungsartefakten entgegenwirken kann, bringt mir das überhaupt nichts. Oder? Och Mann, das ist jetzt doof. Und ich soll es den Wissenschaftlern bringen. Das dürft ihr mir natürlich gerne mal schreiben. Würde mich freuen, wenn ihr mir sagt, soll ich das abgeben? Lohnt sich die Belohnung oder lieber nicht? Ich meine, ich könnte ja auch speichern, aber... Ja, mache ich mal. Ich speichere mal und gebe es dann mal ab. Ach, sieh mal, jetzt bin ich hier oben auf diesem Teil. Coole Sache. Ey, guck mal. Da muss nur mal einer hier raufklettern und sieht, dass da unten was ist. Also ihr könnt mir nicht erzählen, dass da noch nie jemand auf die Idee gekommen ist. Gibt es hier so wenige, die so kletterfreudig sind wie ich? Das wäre ja gelacht. Das wäre ja echt gelacht. So, und da ich jetzt schon mal hier bin, würde ich sagen, was haben wir denn? 18.55 Uhr. Kann ich hier oben drauf schlafen? Dann schlage ich nämlich noch eine Fliege mit der Klappe. Und werde mal nach der Chimäre Ausschau halten. Da seht mal ernsthaft, ich muss es den Wissenschaftlern abgeben. Na okay, dann werde ich die Session jetzt wohl doch nicht weiterführen. Denn das ist ja die Montagsfolge jetzt, aktuell. Oder? Ja, ist die Montagsfolge. Also, wenn ihr mir sagt, behalt das Teil, dann mache ich das gerne. Und wenn nicht, dann gebe ich es ab. So oder so. Ich weiß nicht, 7 Gesundheitsregeneration muss man halt immer gleichsetzen mit 8 Strahlung, nicht wahr? Ich weiß nicht, ob sich das dann so lohnt. Dann vielleicht lieber 2 Vierer. Geht's das? Gesundheitsregeneration? Ja, gut, der Kolobock. Ne? Ihr wisst schon. Oh Gott. Sehe ich ja gar nichts. Dieser Regen, nur wenn es blitzt, sehe ich was. Oh, komm. Na gut, so viel Zeit bleibt jetzt noch. Die Chimäre, liebe Leute, wo ist sie denn? Des Nachts soll ich herkommen, sagtet ihr. Na, wo bist du, kleine Chimäre? Ich will dich jagen. Aber irgendwie ist sie nicht hier. Oh doch. Ich habe da was gehört. Nee, habe ich nicht. Oh, dieses Unwetter, es ist so herrlich. Aber ich glaube, so gern ich auch Regen mag, so ungern wollte ich doch im Regen pennen irgendwie. Das wäre nicht so schön. Okay, kann ich hier mehrere? Ich bin ein bisschen enttäuscht. Na, wo ist die Chimäre? Ja, ich gebe es zu, ich habe ein bisschen Bammel, aber... Gleichzeitig will ich sie auch einfach killen, dieses Vieh. Na, scheint es hier nicht zu geben. Entweder habe ich was falsch gemacht oder ich habe mit einer gewissen Person noch nicht gesprochen, habe die Quest noch nicht vom Jäger. Das könnte sein, Leute, ich habe noch nicht mit dem Jäger gequasselt. Vielleicht habe ich dir deswegen nicht die Quest. Naja.
Ist ja egal. Wisst ihr was? Ich werde jetzt noch zurücklaufen zur Station, mich gut ausschlafen bis morgens. Das lasse ich mal raus. Ist ja uninteressant. Ich laufe nur den Weg hier runter. Bis hier hin und dann sehen wir uns wieder. Aber ich habe die Oase gefunden. Ist das nicht cool? Ja, ich finde es sehr cool. Das Herz der Oase. Guck mal einer an. Hier, Wundheilung. Ausdauerregeneration. Muss man halt abwägen, ne? Na gut, liebe Leute, ich sauf mal ein Energy. Ja, um die Uhrzeit ist das sehr gesund. Mitten in der Nacht. Warum nicht? Oh, oh, sind da welche? Ich glaube, das sind wieder Zombies, ne? Ja, da sind Zombies. Okay, liebe Leute, ich beende den Part, würde mich aber freuen über Feedback. Lasst mir was Schönes da. Schreibt mir einen Kommentar. Nur bitte keine Spoiler. Hatte ich ja am Anfang davon. Ich will ja nicht dauernd meckern müssen, das ist ja doof. Naja, Leute, ich freue mich drauf, wenn wir uns nächstes Mal wieder sehen, beziehungsweise ihr mich seht, ich von euch lese. Wenn es wieder heißt, Stalker, Call of Pripyat.